Hallo meine Freunde, mein Name ist Patrick und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei einem neuen Tutorial-Video auf meinem Kanal. Ja, im letzten Video haben wir ja den Fly-by-Wire installiert und auch eine Flugroute über SIM-Brief und Navigraph erstellt. Und ja, diese fliegen wir heute ab. In diesem Video zwar nicht komplett, aber wir gehen einmal die Einstellungen durch, wie wir SIM-Brief mit dem Fly-by-Wire richtig konfigurieren. Also damit die Flugroute auch installiert ist und der Fly-by-Wire das erkennt. Und zum anderen machen wir die Cockpit-Preparation. Das heißt, wir starten von Cold and Dark. Wir starten den Flieger also komplett aus dem Nichts raus. Komplett ausgeschaltet in einen betriebsfähigen Zustand und dann machen wir natürlich die Einstellungen alle in dem Computer vom Fly-by-Wire und füllen die Flugplanung aus und ihr werdet sehen, das geht alles ganz schnell mit dem der Flugplanung. Wir machen die Gewichtsberechnung, da zeige ich euch dann auch noch eine interessante Webseite zur Berechnung dafür. Und dann geht es auch schon los zur Startbahn. Ja, dann werden wir gleich starten nachher noch und in die Reiseflughöhe gehen. Und dann war es das für dieses Video. Hört sich zwar etwas wenig an, aber glaubt mir, meine Freunde, das kann sich etwas in die Länge ziehen. Also, ich würde sagen, wir gehen los. Bis gleich. Auf geht's. Ja, und da das hier ein Anfänger-Tutorial ist, fangen wir auch von ganz vorne an, damit ihr alles Step by Step nachmachen könnt. Also, wir gehen einmal auf die Weltkarte dafür. Wir haben den Fly-by-Wire installiert. Wir gehen hier oben links einmal drauf. Da müsst ihr das Flugzeug natürlich auswählen. Ich habe jetzt schon den Fly-by-Wire ausgewählt. Ich nehme jetzt die Christmas-Version. Dann könnt ihr noch... Also, eigentlich landet ihr hier. Ja, bei Flugzeugauswahl. Dann wählt ihr natürlich den Fly-by-Wire aus. Bei mir ist er jetzt mit dem Hütchen hier zu sehen, weil ich das noch im Januar aufnehme hier. Ihr klickt hier drauf, dann geht ihr auf Lackierung. Dann könnt ihr noch, wenn ihr Lackierung installiert habt, diese auswählen. Ihr müsstet dann zwei zur Auswahl haben, einmal die und einmal die, wenn ihr noch nichts weiteres installiert habt. Ich nehme jetzt mal die Christmas-Version, klickt einmal drauf und dann war es das schon. Wieder zurück auf die Weltkarte. Wir wählen aus, einmal. Ihr könnt natürlich vorher die Flugbedingungen nochmal auswählen. Und zwar spiele ich das hier auf live. Hier seht ihr, wann ich das aufnehme tatsächlich und die Uhrzeit. So Live-Wetter spiele ich aktuell. So, wieder schließen. So, wir starten einmal in Düsseldorf. Dann könnt ihr hier den Abflug festlegen. Ich zoome mal da ran, damit ihr das besser seht. Weil wir möchten ja am Gates starten. Ja? Dafür nehme ich jetzt hier einfach mal das Gate. Welches nehme ich? Ich nehme hier einfach mal Eurowings Starter von Bravo. Ich nehme einfach das Bravo 9 Gate, mache hier Abflug festlegen und dann stehen wir gleich am Bravo 9 Gate mit unserem Fly-by-Wire. Gut, das war's auch schon im Hauptmenü und dann könnt ihr einmal auf Losfliegen klicken und dann lädt das Ganze. Wir sehen uns gleich im Flieger, wenn das Ganze hier fertig geladen hat. Bis gleich. So, meine Freunde, herzlich willkommen in Düsseldorf am Gate Bravo 09, also Gate Bravo 09. Ja, wir spielen jetzt hier mit unserer schönen winterlichen Maschine am Gates und wollen auch mal direkt loslegen, damit das hier alles nicht so lange dauert. Wie gesagt, ich mache euch jetzt hier eine Schnelleinführung, sage ich jetzt mal. Trotz, dass sie schnell heißt, kann es natürlich etwas länger dauern hier. Aber ja, ich probiere alles so detailliert wie möglich zu erklären, damit ihr auch gut nachkommt. Also, wir sind hier im ausgeschalteten Flieger. So sieht's aus. Was müssen wir als erstes machen? Wir müssen als erstes das Tablet einschalten. Das ist eigentlich standardmäßig aus. Ja, das sieht eigentlich so aus. Ihr müsst einfach nur einmal draufklicken. Dann öffnet ihr das Tablet und dann wird euer Flugplan automatisch hochgeladen. Also, ja, bei mir ist es hochgeladen, bei euch wahrscheinlich jetzt noch nicht, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Warum ist das bei mir schon drinne? Das erzähle ich euch jetzt und wir verbinden jetzt SIM-Brief bzw. Navigraph mit dem Fly-by-Wire. Dazu müsst ihr einfach unten hier auf das Zahnrädchen klicken, dann auf Optionen von Drittanbieter klicken und hier oben Navigraph Konto-Link. Hier müsst ihr jetzt euer Konto verknüpfen. Ich habe meins schon verknüpft, deswegen seht ihr das gerade nicht. Aber bei euch müsstet ihr das jetzt noch verknüpfen. Wenn ihr das getan habt, dann wird bei euch automatisch hier dieser Flugplan hochgeladen. Ich gucke mal gerade noch mal schnell.
Atsu AOC, müssen wir nur noch reingehen. Hier gibt ihr dann bitte einmal noch ein SIM-Briefdaten automatisch importieren. Das heißt, wenn ihr einen Flugplan bei SIM-Brief erstellt habt, dann könnt ihr einfach nur in den Flieger gehen und dann wird der automatisch hier hochgeladen, so wie es bei mir gerade der Fall war. Also SIM-Briefdaten automatisch importieren, da ein Häkchen rein und dann war es das auch alles gewesen. Bei ATIS und Meta-Quellen habe ich jeweils WATSIM eingetragen, da ich immer online fliege, damit wir immer die aktuellen Wetterdaten haben. Ja. Ja, Hoppy, das ist uninteressant jetzt für euch, das braucht ihr nicht. Das ist was, wenn ihr mit den Lotsen kommunizieren wollt über eure Box hier unten. Dann könnt ihr, müsst ihr nicht mit dem reden, sondern könnt das auch hier drüber machen, im Reiseflug zum Beispiel. Sehr praktische Transatlantikflüge. Ja. Ansonsten, einstellungsmäßig können wir mal gerade fix durchgehen. Ja, Gewichteinheiten auf Kilogramm bitte stellen. Das ist auch noch wichtig zu wissen. Genau, Satcom, das ist einfach nur kurz erklärt. Hier unten, hier oben die Box. Ja, das ist das Satcom, das Internet im Endeffekt. Wenn ihr hier wieder ausschaltet, ist weg. Ist einfach nur ein optisches Feature. Könnt ihr ein- oder ausschalten, wie ihr möchtet. Genau, Automatic Callouts, könnt ihr selber einstellen bei der Landung, welche Callouts ihr bekommen möchtet. Ja, individuell. Ich habe das hier so bei mir eingestellt. Ansonsten ist das hier alles ja nicht so wichtig jetzt für unseren Flug und allgemein auch nicht so. Wenn ihr einen Schubhebel habt, könnt ihr den hier kalibrieren. Also ich habe hier auch den Thrustmaster Quadranten. Das ist aber ein längeres Video, auch wieder daraus kann man ein separates Video machen. Deswegen gehe ich darauf jetzt nicht ein. Ich gucke mal, ob der funktioniert. Ja, sieht gut aus. Sieht alles. Gut. Ja, Realismus. Habe ich hier alles aus. Die Art des Ausrichtungszeit stelle ich jetzt für hier mal auf schnell. Dann geht es ein bisschen schneller. Anstatt auf Real und genau, die Selbsttests mache ich auch mal auf schnell, damit wir hier schneller wegkommen. Option von Drittanbieter, sonst habe ich immer GSX aktiviert. Das ist halt so ein Tool, was Ladung synchronisiert und Betankung auch und ihr ganz viele Bodenaktivitäten habt und sowas. Das habe ich jetzt mal deaktiviert. Weil ich ja nicht davon ausgehe, dass das jeder hat. Deswegen gehe ich von der Basis aus. Genau. Und sonst, dann haben wir jetzt erstmal alles. Wichtige. Genau. Wichtige ist halt einfach, dass ihr hier euer Navigraph-Konto verknüpft. Und dann geht ihr hier oben einfach wieder hin und importiert die SIM-Brief-Daten. Und dann habt ihr euren Flugplan, den wir erstellt haben oder den ihr erstellt habt im SIM-Brief mit den aktuellen Daten. Die Meta von beiden Flughäfen und unsere Flugroute. Dann haben wir hier einen Kostindex, also wie effizient das Flugzeug fliegen soll. Umso höher, umso uneffizienter und umso niedriger dieser Kostindex, umso effizienter fliegt das Flugzeug. So kann man es, glaube ich, gut sagen. Dann den Wind, den wir hier haben, zu 0013, die Reiseflughöhe, ne, Fluglevel 230 und unsere Gewicht, Zero Fuel Weight 63.5. Unser Alternate, EDDF, Start und Zielflughafen mit Zulu-Zeitangabe. Könnt ihr immer auch mit hier oben vergleichen. Lasst euch bitte nicht irritieren. Ich habe jetzt hier eine andere Uhrzeit stehen, weil es schon, ja, später vorangeschritten hier mein Tag. Und deswegen passen die Uhrzeit jetzt überein. Bei euch sollte das aber alles übereinstimmen, wenn ihr das alles am gleichen Tag macht. Und ja, in einem gleichen Atemzug, sage ich mal. Aber die Aufnahme ist ein bisschen schwierig darzustellen. Deswegen ist das alles ein bisschen, ja, schwieriger mit den Zeiten, das alles so parallel zu halten. Gut, wir fangen an. Was machen wir? Wir haben ja noch keinen Saft auf dem Flugzeug, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal Strom. Dafür gehen wir hier einmal auf das Autoküt. Ja, hier, Bodendienste. Gehen hier auf Bodendienste und fordern uns ein GPU an. Eine Bodenstromaggregat, also GPU, Ground Power Unit, die wird jetzt hier rangekarrt von dem guten Herrn. Und im nächsten Abendzug holen wir noch die Fluggastbrücke ran, damit wir ja auch gleich die Passagiere begrüßen können, die hier mit uns fliegen. Ja, dann kommt auch schon die Fluggastbrücke rangefahren und dann wird das hier alles gemacht. Da geht die Kabinentür auf. Ja. Zack, da wird es rangefahren. Und zack, da wird die GPU verbunden. So.
So, die GPU ist verbunden, dann kann es jetzt weitergehen, meine Freunde. Was machen wir jetzt als nächstes? Also, als allererstes seht ihr jetzt hier, dass hier oben die externe Power, die leuchtet grün. Da steht jetzt Available drin. Ich habe immer so ein Schema, wie man das Ganze abarbeitet im Override-Panel für den ersten Start. Das ist ganz einfach. Wenn ihr das mehrmals macht, dann habt ihr es auch irgendwann drin und dann könnt ihr auch nichts vergessen. Also ich fange hier oben immer an, dann gehe ich hier runter in diesem Bereich, dann gehe ich hier nach links in diesem Bereich, dann gehe ich hier auf diese Seite und mache diese Seite von unten nach oben. Und wenn ich hier oben bin, gehe ich nach rechts und mache dann doch das und dann bin ich auch schon fertig mit meinen Preparations. Also. Ich fange an. Wir klicken auf die External Power. Damit kriegt der Flieger Strom von unserer Ground Power Unit. Und dann laufen hier die Systemtests durch. Der Flieger schaltet sich ein und ja, macht seine Systemtests. Als nächstes macht ihr die Batterien, schaltet die auf 1, ein, meine ich. 1 und 2 ein, so. Geht dann hier weiter runter. Macht hier die Emergency Exit Lights, macht ihr auf Armed. Dann die No Smoking Signs macht ihr auf On. Die Seatbelt Signs auch auf On schon mal, damit wir das nachher nicht vergessen. Die Nav Lights machen wir auch auf Ein. Das sind diese Navigationslichter, links rot, rechts grün. Und die Finne leuchtet dann, damit jeder weiß, dass jemand an Bord ist auch. Die Oxygen, also die Luftversorgung für die Crew, machen wir auf Ein. Ground Control machen wir auf On. Dann könnt ihr noch einen CVR-Test machen. Das ist nur so ein Piepton, einfach gedrückt halten. Das ist für die Blackbox. Müsst ihr nicht machen, könnt ihr aber machen. Und dann machen wir die ADIRS-Knöpfe. Die schalten wir ein. Wozu sind die gut? Die sind gut, damit der Flieger weiß, wo er sich auf der Welt befindet. Die gleichen sich gegenseitig immer ab. Und dann weiß der Flieger ja, auf dem Meter genau, wo er sich befindet in der Welt und kann halt, ja, navigieren dadurch. Ne? Wir schalten die einmal ein, IR1 links, dann IR2 rechts und IR3 in der Mitte. Alle auf NAV stellen, dann sind die eingeschaltet. Dann seht ihr hier unten auch IR in aligned 2 minutes, also in 2 Minuten ist das Ganze aligned. Der braucht sich zum Synchronisieren 2 Minuten. Ich habe das ja auf schnell gemacht, deswegen dauert 2 Minuten, ansonsten wird es in echt 7 Minuten dauern auf Wheel. Setzt jetzt mal auf 2 und dann habt ihr hier auch eine Karte dann, ne, wo das Flugzeug auch weiß, wo es ist. Deswegen steht hier aktuell noch GPS Primary Lost. Das steht bald nicht mehr da, wenn wir ja, wenn es aligned ist in 1 Minute. Gut. Wir gehen wieder ins Override-Panel, weil wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben das gemacht, dann gehen wir hier rüber auf die Fuel-Seite im Endeffekt, machen die Fuel Pumps alle auf ein, weil die brauchen wir nachher für den Triebwerksstart. Und dann sind wir hier oben auch schon fertig beim Override-Panel. Ja? Als nächstes setzen wir noch hier den Luftdruck. Für Düsseldorf stellen wir ein. Dafür einmal auf gehen wir auf HPA, Hektopascal, QNH. Das ist da oben 1013 eingetragen. Wir gucken mal gerade, was der aktuelle QNH in Düsseldorf ist. Wir haben 1025 aktuell. Das heißt, wir geben hier ein 1025. Achte mal hier drauf, dann ändert sich auch die Höhe. Ja. Das ist dann der aktuelle Luftdruck für Düsseldorf. Und gerade jetzt hat sich das AR aligned, wie ihr seht. Ja. Wir haben jetzt hier schön zu sehen ein Flugzeug, und das weiß jetzt, wo es ist. GPS Primary auch. Und ja, jetzt passt alles. Gut. Wir haben das gemacht, wir haben das gemacht. Dann können wir jetzt auch schon, ja. Hier oben sind wir fertig, in die Box gehen und die Flugplanung durchführen. Was müssen wir jetzt als erstes machen? Als erstes gehen wir ins FMGC und dann prüfen wir erstmal unsere IRAC-Version. Das ist das, was ihr über den Navi-Hub installiert habt. Wenn das mit dem Navi-Hub übereinstimmt, dann passt das alles. Dann hat der Flieger seine aktuellen Navigationsdaten. Bei mir steht jetzt was Aktuelleres wahrscheinlich, weil ich halt das Abonnement habe, wo ich da jeden Monat ja, die aktuellsten Daten bekomme. Wenn ihr das geprüft habt, geht ihr einmal auf die Init-Page und hier müsst ihr jetzt eintragen, von wo bis wo wir fliegen, welchen Kostendex, welche Flughöhe und welche Flugnummer und welche Alternate Airport wir haben möchten. Damit wir das nicht alles händisch eintragen müssen, haben wir ja zum Glück unser SIM-Brief, wo schon alles eingetragen ist.
Und was ihr jetzt nur machen müsst, ist auf Init Request klicken und dann importiert er die Daten von SimBrief hier in den Computer. Wir machen das einmal, klicken auf Init Request und schon, oder nicht, da, schon, genau, hat ein bisschen länger gedauert, schon hat er die Seite, die Daten aus SimBrief hier rein importiert. Ja? Wir fliegen von. Und gerade hier die ganzen Meldungen wegmachen. Wir fliegen von Düsseldorf nach Nürnberg. Unser Alternate Flughafen ist Frankfurt. Wir haben keine Flugnummer eingegeben. Hättet ihr das in SimBrief gemacht, dann würde jetzt auch eine stehen. Das können wir aber gerade mal machen. Wir machen mal ganz einfallsreich FBW Fly-by-Wire 123. So, ja, fügen das hier ein. So, jetzt ist es da drin. Wir fliegen mit einem Kostendix von 43 und einem Fly-Level von 230 mit minus 31 Grad haben wir da oben. Ja. Also die Ground Temperature 15 Grad stimmt in dem Fall nicht. Wir haben hier 0. Können wir ganz einfach ändern, indem wir die 0 nehmen und dann hier einfach draufklicken. Und dann ändert sich diese Temperatur. Ja, das war das gewesen. Wir haben alles eingetragen. Dann gehen wir noch als nächstes auf Flyplan. Und hier ist schon der komplette Flugplan auch hochgeladen von SimBrief. Ja. Was wir jetzt aber noch machen ist, wir gehen mal gerade auf Dienst hier in unserem iPad auf Dienste, gehen wir auf Treibstoff und Navigraph hat uns, SimBrief meine ich, hat uns natürlich auch schon unsere Treibstoffe Rechnung gemacht. Da brauchen wir auch nicht viel machen. Wir müssen einfach nur hier unten auf diese Wolke klicken mit dem Pfeil wieder, Tankmenge gemäß SimBrief verwenden. Da klicken wir einmal drauf. Und dann sehen wir, SimBrief hat uns 5400 Kilo an Treibstoff berechnet. 4 Tonnen. Und dann betanken wir das einfach mal. Wir haben jetzt aktuell 5083, also 20 Kilo fehlen uns. Ja. Einfach auf diese Play-Button drücken und schon werden wir betankt. Wie ihr seht. Ja, schon voll. Ja, so schnell war das. Ja, gut. Dann haben wir die Betankung auch schon. Das mache ich immer während der Flugplanung, das Betanken, weil das meistens etwas länger dauert. Deswegen habe ich euch jetzt gerade nochmal schnell gezeigt. So, wir gehen zurück in unsere Flugplanung. Die ganze Flugplanung ist hier, wie gesagt, schon drin. Wir gucken nochmal ins Tablet gerade. Hier ist unsere Route: Kumig, Tesca, Etolu, Kumip. Ja. Die gucken wir uns alle noch an. Hier ist nämlich alles Tesca, ist hinterlegt, dann die Weg, die Luftrouten und so weiter und so weiter. Wir klicken einmal auf EDDL, weil wir müssen ja jetzt noch hier aus Düsseldorf irgendwie rauskommen. Ja? Dafür klicken wir einmal auf EDDL, klicken auf Departure und dann gucken wir mal, von wo wir starten. SimBrief hat uns hier die 05 rechts, blau markiert, über die Kumig vor Sudo angezeigt. Also 05 rechts und unsere SID, also Standard Instrumental Departure Route, ja, ist die Kumig, was war das? Vor Sudo. Ist jetzt hier aber gar nicht drauf. Nur dafür müssen wir einfach nur mit dem Pfeil hier einmal nach oben klicken und dann könnt ihr hier durch die Seiten scrollen und dann habt ihr ganz viele Departure-Routen. So. Die Kumig befindet sich hier, Kumig for Zulu. Da klicke ich jetzt einmal drauf, hier oben. Und dann klicken wir einmal auf Insert und dann ist sie eingepflegt. Ihr seht, zack. Ja, unsere neue Route. Was ich immer gerne mache, ich gehe mal hier oben auf Plan zur Übersicht. Und dann gucke ich, dass ich hier so beides auf dem Bildschirm bekomme. Ich hoffe, ihr könnt das auch gut sehen im Video. Dann seht ihr hier oben das Flugzeug und hier unsere Box. Und dann gehe ich aber die Route mal ab. Und indem ich hier mit dem Pfeil nach oben gehe, und dann seht ihr schon, wechselt er hier durch. Wir sehen das bei Delta Lima 050 hier. Und jetzt gehe ich mal weiter. Delta Lima 058. BAM VUA, also Barmen VUA. Navi. B. Degum Kumig. Und jetzt haben wir eine Flyplan Discontinuity drin. Ne? Die müssen wir einmal entfernen, weil da fliegt das Flugzeug dann auch nicht mehr weiter. Ne? Wie entfernen wir das Ganze? Wir gehen unten rechts auf Clear, also CLR, klicken wir einmal drauf und dann gehen wir einmal hier links neben dieser Flyplan Discontinuity, einmal hier auf den Button, zack, und schon ist das weg und unsere Route wird hier oben, wie ihr seht, weiter berechnet. Das heißt, wir gehen weiter mit dem Pfeil, gucken ob uns an, ob die Route gut ist.
Hier haben wir irgendwo einen Fehler drin, wahrscheinlich weil ich die zweimal hochgeladen habe. Das ist ein gutes Beispiel, dann können wir mal gucken. Wir haben hier Biscu, dann haben wir Tesca zweimal drin. Ja, Tesca zweimal drin und Bixu auch zweimal drin. Da ist ein Fehler drin. Also, wir entfernen dementsprechend einmal das Bixu. Ja, da ist ja der nächste W-Punkt. Und das Tesca brauchen wir auch nicht zweimal, auch einmal weg. So, Tesca, so. Und jetzt müsste das, ja, seht ihr, sieht das wieder normal aus. Dafür machen wir das Ganze, um zu gucken, ob wir irgendwelche Fehler haben. Tesca. Gucken wir mal hier in die Flugplanung. Tesca, ah, hier fehlen noch ein paar Wegpunkte, sehe ich gerade. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Normalerweise ist hier Flugplan automatisch drin, aber ich hatte ja gerade einen Fehler drin gehabt, dass ich jetzt aus Versehen zweimal hochgeladen habe und jetzt hat er ja da mir einen Fehler ausgespuckt. Das aber wie gesagt nicht weiter schlimm. Wir sind jetzt hier am Wegpunkt Tesca. Dann kann ich euch mal zeigen, wie das weitergeht. Ihr klickt einmal auf Tesca. Dann macht ihr hier, gucken wir, was der nächste Airway ist, Z719. Dann klicken wir hier auf Next, hier auf Airways. Und dann wir, und dann gehen wir hier ein Z719. Falls ihr so einen Fehler auch haben solltet. Falls nicht, dann könnt ihr einfach weiter scrollen jetzt im Video, weil ihr habt wahrscheinlich die finale Flugroute schon drin. Ansonsten guckt euch das gerne an. Also, via Z19 zu, also wir fliegen von Z19 nach Etolu, 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 klicken to, dann via, dann haben wir Z723, Z723, zack. Und dann von 723 geht es nach Comip. Kilo, Oscar, Mike, Bravo, India, Comip. Kombi? Nee, ich hab's lesen, ich hab's falsch gemacht. Comip. Und dann wieder über, also via T193, Tango. Tango 193 und 93. Und dann über Ertes E R T E S. So, Ertes. Und dann über T194. T194 zu Dodas. Das, ja. Und dann sind wir auch schon da. Wenn ihr das jetzt als eingegeben habt, klickt ihr einmal auf Insert. Jetzt hat er die Route komplett hier drin. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an, nicht, dass wir jetzt noch einen Fehler hier drin haben. So. Ja, sehen wir das alles? So, ist ein bisschen schwierig darzustellen. So. Klicken wir mal durch, gucken mal hier, ob wir haben alles haben. So, jetzt fliegt hier die Route ab. Das sieht gut aus. Kona, Brito, kommen mit Bertes, Dodas. So, und dann sind wir in Nürnberg. Jetzt müssen wir in Nürnberg natürlich jetzt noch ankommen. Dafür brauchen wir auch eine Arrival. Dafür klicken wir einmal auf EDDN. Arrival. Also, das ist jetzt auch der Punkt. Entschuldigung, ich gehe nochmal zurück. Das ist jetzt auch nochmal der Punkt, wo jetzt alle anderen, also ihr habt wahrscheinlich schon alles so fertig. Ne? Ihr müsstet das jetzt nicht eingeben. Deswegen wäre das jetzt der Punkt, wo es weitergeht, für alle anderen auch. Wir klicken auf EDDN, Arrival, und dann gucken wir, wo wir landen müssen. Wir müssen auf der 1.0 landen, über die Doda One Tango Arrival. Das heißt, ILS 1.0, Doda One Tango Star, also Standard Arrival Route ist das, ne, auf Deutsch. Klicken auf Doda One Tango. Wir fliegen ohne Via, das wäre jetzt zu komplex. Das ist schon gut. Hier seht ihr auch schon in der Vorschau, wie das aussehen würde. Also das ist schon eine gute Anflugsroute, sage ich mal. Schön einfach. Und genau, no via. Und dann einfach auf Insert. Zack. Und schon seid ihr mit der Flugplanung fertig. Wir gucken uns jetzt nochmal final an, ob auch die Anflugroute stimmt. Dafür ein kleiner Trick. Wir gehen hier auf den anderen Pfeil, der nach unten zeigt. Und dann seid ihr schon in Nürnberg. Und dann guckt ihr euch das mal an. Und da sehen wir, ah, da ist eine Lücke drin.
Haben wir nämlich eine File Discontinuity wieder drin. Dann müssen wir einfach wieder entfernen mit Clear und dann auf File Discontinue. So. Dann ist sie weg. Dann ist unser Flugplan komplett. Und dann können wir auch schon weitermachen. Und zwar tatsächlich mit dem den Gewichten. Ja? Wir gehen dafür einmal auf die Fuel Prediction Page, hier unten, Fuel Pred. Und dann müssen wir hier einmal die Gewichte eintragen, die wir haben, damit das Flugzeug den optimalen Steigflug berechnet und so weiter und so fort. Die Gewichte kriegen wir hier einmal her, auch wieder aus unserem iPad. Wir gehen auf Bodendienste, auf Nutzlast, schauen uns das hier an. Wir haben jetzt hier noch keine Paxe drin, sehe ich gerade. Das heißt, wir müssen jetzt noch Boarding starten. Das Boarding können wir auch ganz einfach starten, indem wir erstmal die Daten aus SimBrief hochladen. Beladungsdaten von SimBrief laden. Haben wir ein volles Flugzeug. Und dann machen wir einfach mal ein Boarding, machen wir schnell, dauert 3 Minuten 54. Mache ich mal so und dann klicken wir auf Einsteigen starten. Dann geht das Boarding jetzt los, es steigen die Passagiere ein und wir haben unsere Gewichte. Ich mache mal gerade schnell die Tür zu, damit wir das Boarding nicht mitbekommen, weil das ist ein bisschen laut. So, unsere Gewichte. Was brauchen wir jetzt? Geplant. Geplant, seht ihr hier. Geplant sind 60,638 Kilo. Also 6638 Kilo, das sind 60,6 Tonnen. Und das geben wir jetzt ein. Das ist unser Zero Fuel Rate. 60,6. Also 60,6. So, ja. Schrägstrich. Zero Fuel Rate, also Center of Gravity, wo unsere Masse Schwerpunkt ist, des Flugzeugs besser gesagt. Das liegt bei 33,25. Das geben wir auch so ein. 33,25. Wenn ihr das so eingetragen habt, könnt ihr dann hier oben rechts einmal reinklicken und schon habt ihr das eingetragen in den Computer. So, Block nennt, da wird unser Block Fuel eingetragen, wie viel Fuel wir haben. Das seht ihr hier, 5.5400 Kilo. Das haben wir ja vorab, haben wir das ja betankt auch, ne? Und wir tragen das so ein, dass wir hier 5.4 eintragen, ja? Also 5,4 Tonnen, dann wird immer in Tonnen umgerechnet. Tragen wir einfach hier bei Block ein und dann haben wir auch schon unser Block Fuel. Was ihr jetzt noch machen könnt, ist hier Trip Wind. Das heißt, ihr könnt hier euren Wind, euren Average Wind, also den durchschnittlichen Wind, den ihr habt, eintragen. Das findet ihr ganz einfach heraus, indem ihr nämlich hier einmal auf dieses Klemmbrett klickt, Dispatch. Und dann steht das auch schon hier bei AVG B und dann dieses Slash C. Da haben wir eine plus 002, also P002. Da unten steht M002. Also wenn wir ein Minus hätten, würde M stehen und bei plus ein P. Ja, ganz einfach. Uns interessiert dieses WC, diesen WC-Index, das ist ein P002. Das geben wir hier ein, indem wir einfach auf hier drauf drücken, dann haben wir Minus. Wenn wir nochmal klicken, haben wir ein Plus. Einfach nur 2, ja, und klicken dann bei Tailwind, zack. Das heißt, wir haben einen TL, Tailwind, also Rückenwind von 2 Knoten. Das ist nicht so viel, das ist eher relativ egal, aber es ist nice to know für den Computer auch zu wissen, wie viel Rückenwind wir haben. Gut. Wenn wir das haben, können wir auf die Performance Page gehen. Dann pflegen wir jetzt noch gerade schnell ein, wie wir starten möchten. Beziehungsweise, damit der Flieger weiß, bei welchen Geschwindigkeiten er starten muss, wie wir starten möchten, mit welcher Klappenstufe und so, ob wir einen Toga-Start machen, also Take-Off-Start machen oder einen Flex-Start machen, fügen wir das jetzt hier ein. Oder der Unterschied ist, das erkläre ich euch jetzt auch gleich. Um das Ganze machen zu können, Boarding completed. Boarding ist completed, habt ihr gerade gehört. Auch gut. Schreibe ich euch jetzt gleich mal schreibe ich euch in die Videobeschreibung, hinterlasse ich euch einen Link, besser gesagt, von einer Seite, wo wir das Ganze berechnen können. So. Da gehen wir jetzt erstmal hin. So, wenn ihr dann einmal auf die Seite gegangen seid, die ich euch unten verlinkt habe, dann kommt ihr auf diese Performance Calculation Page. Ganz schnell erklärt, hier oben Aircraft Type gibt ihr ein A320N, dann die Gross Weight, das heißt euer Zero Fuel Weight gibt ihr ein, wir haben jetzt hier 60,638. Center of Gravity gibt ihr ein, das sind bei uns gewesen 33,25.
Wir starten mit Configuration, also Flaps 1. Ja. Anti-Ice haben wir auf, off, wenn wir starten. Air Condition haben wir auch off, wenn wir starten. Wir sind am Flughafen EDDL. Dann klickt hier einmal auf Get Meta. Wir sind starten von der 05 rechts. Und dann müsste das hier eigentlich reinladen automatisch. Macht er nicht. Okay. Kein Problem. Dann geben wir einfach ein Ding QNH, den wir haben. Das ist 1023. Die Temperatur, wir haben 0 Grad. Der Wind kommt aus 060, also 060 Grad mit 12 Knoten. So, wenn ihr das Ganze habt, klickt ihr auf Calculate. Und schon habt ihr hier auf der rechten Seite eure Ergebnisse, die ihr eintragen müsst. In den Flugsimulator. Das machen wir jetzt. So, meine Freunde, wir haben alles eingetragen und beziehungsweise wir haben nicht alles eingetragen, wir haben alles ausgerechnet und jetzt gehen wir in die Box und tragen alles ein. So, so ist richtig. So, Flaps und was haben wir da? Wir fangen an bei Flaps. Also wir haben Flaps 1, ja, / down 1, also DN 1.0. Das tragen wir ein. Ja. Flex to Temp, das ist für einen Flex-Start. Flex-Starts sind dafür da, um die Triebwerke zu schonen. Das heißt, wir gehen hier mit unseren Schubreglern nicht auf TOGA, also Take Off Go On, sondern auf Flex, ja, auf diese vorletzte Position im Endeffekt. Ja. Das wird auch meistens bevorzugt. Deswegen machen wir auch in diesem Fall einen Flex-Start. Da tragen wir eine Temperatur ein von 4,3 Grad. Diese Temperatur wird dem ja, Computer vorgegaukelt als Außentemperatur für die Triebwerke, ja, damit die die Leistung dementsprechend anpassen. So. Engine Out Acceleration und was für Thrust Acceleration brauchen wir jetzt nicht in dem Fall, das ist zu komplex für euch, das benötigen wir nicht. Die V1 Speeds, also die V-Speeds besser gesagt, die tragen wir nicht aus dem Berechneten aus, sondern wir lassen dem Computer hier im im Airbus das selber brechen. Also, wie machen wir das? Wir klicken hier einmal auf V1, klicken wir einmal hier drauf, wird uns hier 133 angezeigt. Ja, wir haben hier einen Knoten Unterschied zu dem ausgerechneten von dem Programm. Jetzt haben wir das hier drin und klicken einfach hier oben rein wieder und schon ist das ja, eingepflegt. Das gleiche machen wir mit VR, das ist die Rotationsspeed, wenn wir den Flieger hochdrehen, 134 und V2 138 fangen wir auch ein. Ihr seht, sind diese Speeds ja, unterschiedlich von dem, was wir ausgerechnet haben. Deshalb, ich lasse das lieber immer gerne von dem Computer hier berechnen, weil der Fly-by-Wire ja am besten weiß, wann er, ja, wann er abheben kann und wann nicht. So. Wenn wir das gemacht haben, sind wir eigentlich soweit schon fertig, meine Freunde. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben jetzt den Computer befüllt, ja. Wir haben Init befüllt, wir haben die Fuel Prediction Page befüllt, wir haben den Flyplan befüllt und das war's jetzt im Großen und Ganzen. Hier oben können wir wieder auf ARC schalten. Was wir jetzt noch machen müssen, ist die APU anschalten, das ist unser Hilfstriebwerk vom Airbus, damit wir die Ground Power Unit nicht mehr benötigen. Jetzt wird es auch so langsam dunkel hier. Dazu schalten wir einfach den Master Switch APU, machen wir auf ON. Warten 2 Sekunden und dann klicken wir hier einmal auf Start. So. Dann fährt einmal die APU hier hoch. Oder sollte hochfahren. Ja, Flap Open. Kann man auch von außen gut sehen. Und zwar wird dann hier, kommt dann Abwärme raus und unser Hilfsgenerator fängt Arbeiten an. Gut, meine Freunde. Wir warten jetzt noch, bis die APU available ist. Das macht man eigentlich immer während des Boardings. Das habe ich jetzt vergessen einzuschalten. Aber das ist nicht weiter tragisch. Das ist nur dafür da, dass es ja, dass wir halt Stromblech haben. Aber ist gleich available, jeden Moment. Wenn das hier hochgedreht ist. Zack, da haben wir jetzt genug. Jawohl, ja, und jetzt haben wir eine Available APU, das wird hier oben auch angezeigt. Available, und dann können wir hier den APU-Bleed anmachen und schon haben wir wieder auch Condition, das heißt Air Condition, haben wir dann auch hier in der Kabine. Ja, dann wird es auch mal warm, weil wir haben aktuell 3 Grad im Cockpit, ist ein bisschen kalt.
Gut. Wir sind soweit fertig. Wir haben alles eingetragen. Was wir jetzt noch machen, ist unsere Reiseflughöhe von 230 hier in dem Autopiloten eintragen. So, zack. Dann haben wir das auch eingetragen. Und dann als nächsten Schritt gehen wir nochmal auf Bodendienste. Entfernen die Fluggastbrücke, machen das Bodenstromaggregat weg, brauchen wir nicht mehr, die GPU, weil wir jetzt eigenen Strom produzieren über unsere APU. Und dann sind wir ready for Pushback, würde ich mal sagen. Dafür gehen wir einfach auf Pushback, machen das System einmal auf ein, fordern uns einmal den Schlepper ran, der uns hier gleich zurückdrückt. Und damit auch die Bodencrew weiß, dass wir uns gleich bewegen, schalten wir einmal die Beacon Lights ein. So. Jetzt seht ihr es auch schön. Jetzt blinken wir. Und dann weiß das Bodenpersonal, ah, wir bewegen uns gleich. Und, diese Page können wir wegmachen. So. So, und dann ist der Schlepper befestigt und wir können einmal rückwärts halt, stopp. Vorher natürlich die Parkbremse lösen. Ja, und dann können wir rückwärts rollen. So. Wir rollen rückwärts. Ich mache das mal ein bisschen schneller, weil wir wollen ja noch ein bisschen was erleben heute. Wir rollen rückwärts und während wir rückwärts rollen, können wir unsere Triebwerke starten. Dafür müssen wir einmal diesen Knopf hier auf Ignition Start, also nach rechts, setzen und die Engine 2 starten. Engine 2 startet, seht ihr auch hier, die fährt hoch. So, Engine 2 fährt jetzt hoch. Ich push uns mal hier so langsam zurück. Schneller gehen hier, so. Also hier mit rechts und links ist klar, dann steuert ihr das Flugzeug im Endeffekt auf die Position, wo ihr hin möchtet, ja. Ein bisschen langsamer hier. So. Engine 2 startet. Sehr schön. Sobald diese fertig ist, bei ca. 19%, wird dann hier ein Available angezeigt und dann seht ihr, dass ihr fertig seid. So. 19% Available, seht ihr. Und dann können wir Engine Number 1 starten. Das mache ich jetzt. Engine 1 Start. Ich gucke nochmal wegen dem Taxi, das sieht okay aus. Noch ein bisschen nach rechts, so, damit wir hier auf dem Hauptrollweg sind. Auf dem Taxiway. So, das sieht gut aus. Wir halten an. Wir setzen die Parking Brakes. Könnt ihr auch über diesen Knopf machen, wenn ihr wollt. Und wir lösen dann einmal den Schlepper. So. Jetzt warten wir noch, bis die Engine Nummer 1 gestartet ist. Derzeit können wir einmal hier unten reingehen. Ins Wetter. Ja, dafür müssen wir einmal hier auf Auto klicken, hier auf Auto und einmal die Prediction Windshear auf Auto. Dann habt ihr hier auch diese Meldung weg. Windshear-Meldung. Wetterradar lassen wir jetzt noch aus, brauchen wir noch nicht. Und ist auch nicht so gut, wenn wir die jetzt schon einschalten fürs Bodenpersonal. So. Triebwerk Nummer 1 ist auch da. Das heißt, wir können jetzt hier unten einmal den Startknopf wieder auf Norm stellen und unsere Tech-Vorbereitung machen. Dazu die Autobrakes auf Max setzen, dann unsere Spoilers auf Armed und die Klappen, die Flaps auf 1. Damit haben wir unsere Take-Off-Konfiguration. Da die Triebwerke jetzt laufen, brauchen wir unseren Hilfsgenerator auch nicht mehr. Das heißt, wir schalten die APU Bleed aus und den Master Switch machen wir auch aus. Da wir jetzt auch bereit sind zum Taxiing, machen wir mit Taxi Lights off, die One-Way Turn-Off Lights
on und die Wings machen wir auch auf on. Jetzt haben wir ein bisschen Licht auch im Vorfeld. Und dann sind wir bereit zum Taxi. Wir haben alles eingestellt. Wir gucken noch halt einmal. Halt, stopp, wir haben eins vergessen. Wir gehen nochmal auf die Performance Page. Hier steht er jetzt. Down 1.0. Dann müssen wir das hier auch hier einstellen. Nicht auf. Und zwar, indem wir das so machen, dass wir hier gucken auf Zero Fuel Weight. Ja, das ist bei 33. Dann stellen wir das hier so ein bisschen ein. Die Trimmung ist das hier, dass die auf 33 so grob ist. Ja, hier den Pfeil zu sehen, so ein bisschen hier 31. Und dem Dreh müsste 33 sein. Ja. So, das reicht doch schon. Muss nicht genau sein. So, wenn wir das alles haben, sind wir bereit zum Taxiing. Das heißt, wir machen einmal die Parking Bags off und dann rollen wir einmal zur Startbahn 05 rechts. Gibt ein bisschen mehr Schub auf die Triebwerke. So. Ich lasse das Licht mal alles gerade ein bisschen heller, weil so dunkel ist, dann seht ihr nichts. Während dem zum Startbahnrollen schauen wir uns das nochmal alles an hier. Wir haben jetzt hier so eine kleine Checkliste, die uns angezeigt wird. Cabin müssen wir noch checken, sagt er uns hier. Das Ganze machen wir so, indem wir einmal ins Override-Panel gehen, dann hier bei Calls einmal auf All klicken. Dann bimmelt das einmal. Ah, hat noch nicht funktioniert, müssen wir nochmal machen. So, und dann ist dieser Cabin-Ready-Check weg. So, wir rollen jetzt einmal hier drauf. Richtung 05. Keine Sorge, meine Freunde, ich schalte gleich mal das Wetter um, damit wir gleich ein bisschen mehr sehen. Es ist nichts geplant, dass es so dunkel ist wie jetzt. Also das ist jetzt ja, etwas unschön. So, jetzt müssen wir noch checken die TO-Config. Dafür müsst ihr einmal hier unten reingehen und dann hier einmal auf TO-Config klicken. Und dann müsst ihr hier Normal stehen. Kann auch sein, dass der euch da einen Fehler ausspuckt. Dann müsst ihr halt das machen, was da angezeigt wird. Aber wenn ihr alles so macht, wie wir das jetzt hier durchgegangen sind, dann, ja, dann funktioniert auch alles. Und dann müsste da auch Normal stehen. So, wir gucken mal. Hier ist unser schöner Airbus. Wir rollen nicht hier auf die Startbahn, sondern wir nehmen die letzte. Wir rollen hier auf die Startbahn. Wir machen das alles ganz ruhig und entspannt, damit ihr das auch alles ja, selbst nachfliegen könnt und auch ein bisschen Routine reinbekommt in euren Abläufen. So. Hier ist der Haltepunkt. Haltepunkt One-Way 05 right. Ja. Wir halten jetzt einmal an. Im Normalfall würde ich schon direkt alles fertig machen und drauf rollen, aber wir machen es jetzt alles mal etwas langsamer. Wenn wir die Startfreigabe bekommen, dann machen wir einmal unsere Lichter an. Die Strobes gehen auf Auto, die Landelights gehen auf On und die Nose Light geht auch auf Takeoff. Dann gehen wir einmal den Transponder, setzen wir auf Auto und hier gehen wir auf TARA. Dann kommt noch eine Durchsage. Und dann rollen wir einmal auf die Startbahn, dann sind wir nämlich soweit auch bereit. Gibt ein bisschen Schub drauf. Wir setzen noch eins. Wir machen noch die Air Condition, machen wir auch auf aus, also Pack 1 off und Pack 2 off auf der Seite. So, ich rolle auf. So, links ist frei, da kommt keiner. Ja, und dann haben wir schon die schön erleuchtete Startlandebahn von Düsseldorf 05 rechts vor unseren Füßen. So, wir positionieren uns natürlich mittig. Wenn wir das getan haben, können wir anhalten oder ihr macht es aus dem Rollen, je nachdem. Ich drücke dann einmal auf den Chrono, damit ich weiß, wann ich starte. Dann läuft hier unten eine kleine Uhr mit. Dann gibt ihr Schub auf 50% der Triebwerkleistung, also hier zu sehen 0,5. Ja. Wenn die stabilisiert sind bei 50 circa, geht ihr einmal auf Flex. Weil wir machen hier einen Flex-Takeoff hier. Ne.
Jetzt sehen wir hier eine magentafarbene Zahl, 138. Bei 138 haben wir unseren VR-Speed erreicht, in dem Fall, wo wir abheben. Ja? Schön wieder mithalten, V1 und VR. Und jetzt ziehen wir die Nase hoch, dem Flight Director hinterher, diesen grünen Balken, so dass wir auf dem grünen Balken sind. So. Positiv klein, das heißt, wir machen den Skier ab, das Fahrwerk machen wir nach oben. Geht das Fahrwerk hoch. Und jetzt könnt ihr auch schon den Autopiloten einschalten. Einfach hier auf AP1 klicken und der Autopilot übernimmt den Rest. Das Fahrwerk ist eingefahren, das heißt, wir können die Runway Turn Off Lights auf ausstellen und die Nose Light auch auf Off. Jetzt wird uns hier Level Climb angezeigt, das heißt, wir müssen unseren Schubregler von Flex auf Climb stellen. Das ist einer zurück. Jetzt übernimmt der Computer automatisch die Geschwindigkeiten des Flugzeuges. In dem gleichen Atemzug können wir jetzt die Fax wieder auf On schalten, damit wir wieder Air Condition haben. Die Ground Spoilers können wir einfahren, beziehungsweise auf Disarmed machen, besser gesagt. Und dann biegen wir jetzt erstmal ab, bis wir jetzt hier gleich, jetzt haben wir hier das S erreicht und jetzt kommt gleich diese 200 Knotenmarke. Das heißt, wir können jetzt unsere Klappen auf einfahren. Also von 1 auf 0. Ja, seht ihr auch hier, 1 auf 0. Eingefahren, jetzt haben wir einen höheren Speed. Und unter 10.000 Fuß dürfen wir maximal 250 Knoten fliegen. Dementsprechend hat der Computer auch automatisch schon hier die 250 Knoten eingerastet. Ja? Da braucht ihr auch nichts machen. Ihr weiß das von sich aus durch seine Restrictions. Wir können hier mal in die Constraints reingucken, ob wir hier was haben. Ja, haben wir. Wenn wir hier reinschalten, dann seht ihr hier bei Deg, was ist das für ein Wegpunkt? Mal gerade gucken. Degom, ja, da haben wir eins, Fly Level 2150. Also hier müssen wir über Fluglevel 150 sein. So, jetzt blinkt hier was bei uns, das Q&H 1025. Jetzt können wir auf den Standard Luftdruck wechseln. Das machen wir, indem wir hier oben einmal auf den Knopf drücken, wenn der Pfeil nach unten zeigt, einmal drauf drücken. Und dann haben wir den Standard Luftdruck erreicht. Ja? Hat den Luftdruck umgestellt auf Standard. Und wenn wir nachher landen, müssen wir es auch wieder umstellen auf den Luftdruck von Nürnberg. Gut. Der Flieger fliegt jetzt seine Route ab. Und jetzt müssen wir nichts weiter machen, als das zu achten, sage ich jetzt einfach mal. Und wie ihr seht, ist hier so ein blauer Pfeil. Der zeigt uns an. Der zeigt unseren Top of Climb an. Umgangssprachlich auch TOC genannt. Den können wir auch hier mal reinsehen. Hier steht da TC, Top of Climb. Den erreichen wir um 16.06 Uhr. Wir haben jetzt, ja gut, das ist nicht parallel, weil ich ja ein bisschen mit der Uhrzeit rumgespielt habe, oder? Ah doch, das passt. Das heißt, den erreichen wir in, den erreichen wir in 6 Minuten, den Top of Climb. Dann haben wir unsere Reiseflughöhe erreicht. Also kurz nach Degom haben wir unsere Reiseflughöhe erreicht von 23.000 Fuß. Was wir jetzt noch gleich machen müssen ist, nachdem wir 10.000 Fuß erreicht haben, können wir dann, und zwar, das passiert jetzt, unsere Landelichter, jetzt haben wir 10.000 Fuß, unsere Landelichter einmal ausschalten, das macht man so über 10.000 Fuß, und die Ringlights können auch ausgeschaltet werden. So. Das haben wir auch erreicht. Oh, jetzt hat das Flugzeug auch automatisch seine Reisegeschwindigkeit eingerastet und er fliegt jetzt halt automatisch diese Geschwindigkeit ab. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Pushback ist hier nicht mehr, hier oben. Ups. Ich habe hier mal gerne den Flugplan offen, aber wir können auch das hier auflassen. So, so jetzt fliegt er hier seine Reiseflughöhe ab, seine Route ab, bis seine Reiseflughöhe erreicht hat. Und dann levelt er automatisch aus bei 230. Und dann braucht ihr nichts weiter machen, außer zu warten, bis wir in den Anflug gehen nach Nürnberg. Und den Anflug und wie wir eine ILS-Landung machen, würde ich sagen, das machen wir alles im nächsten Video, weil sonst wird dieses Video einfach viel zu lang. Bei etwas besseren Lichtverhältnissen, ich schalte nochmal auf Tag um. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus diesem Video. Und würde mich freuen, wenn ihr dann bei der ILS-Landung dabei seid und wie diese abläuft. Bis dann. Ciao.